Also ich warne einfach davor, das auf die leichte Schulter zu nehmen. Und wie gesagt, wenn Herbst und Winter gut werden, es kommt nicht so schlimm, wunderbar, dann waren wir gut vorbereitet, dann war das auch wert. Wenn es aber anders kommt, ich will das einfach nicht verantworten müssen, dass wir dann unvorbereitet in eine Situation hineingehen, wo wir eine Gaskrise haben, Energiekrise haben, wo also der Krieg noch unterwegs ist und wo wir dann auch noch plötzlich die Infrastruktur verlieren, weil plötzlich die Kliniken überfüllt sind, weil die Leute alle krank sind und so. Das muss einfach abgewendet werden.